So, also ja, peace, liebe Leute. Kommen wir zu einer weiteren Folge Onkel Ari und sein neuer Crony. Ja, ich habe mir ja den Crony F1 geholt. Vielleicht habt ihr den ersten Teil schon gesehen, wo ich den Taurus gemessen habe. Jetzt sind wir bei Teil 2. Jetzt messen wir den Mohawk, das ganz normale Standard Mohawk Bubinga Griffstück. Was ich ein mega geiles erwischt habe damals, wo eine dermaßen geile Längsmaserung und Marmorierung hat. Das ist unfassbar. Den habe ich als Hybrid damals gekauft, habe mir jetzt mittlerweile Chief Wurfarme geholt, ne, mit Stablecore, dreifarbigen Tipps, gemaserte Eibe, leicht gepfeffert, ja, mit angegeben 35 Pfund auf 28 Zoll. Ne, ich habe eine 10 Strang Whisper Swing drauf, mit Mini Puffers. Ja, es ist ein richtig geiler Bogen. Ich habe mir nachgemessen. Er hat über 36 Pfund auf 28 Zoll. Und wenn ich ihn auf 30 Zoll ausziehe, habe ich nachgemessen, sind es knapp 39 Pfund. Und wir schießen wieder alle Pfeile auf 30 Zoll Auszug, weil alle Pfeile 30 Zoll lang sind. Ich habe einen Auszug von gute 29,5, fast 30. Und wie gesagt, da haben wir immer 39 Pfund auf die Finger. Gell? Bei knapp 30 Zoll Auszug habe ich alles nachgemessen. Ja? Nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Wir machen das Gewicht auf die Finger und danach errechne ich auch das GPP-Verhältnis von meinen Pfeilen. So, und mein Setup für den Mohawk Chief ist der 550er Carbon Express Speed Demon. Ja? Und der hat wirklich bei 39 Pfund auf die Finger, wenn ich bis knapp 31 Zoll ausziehe. Moment, dass ich jetzt nicht lüge. Ich habe es gemessen. 296 Grain, das entspricht 7,5 GPP. Das ist mein Setup, so schieße ich ihn auf den Parcours. 60 Grain Spitze, 3 Zoll Parabol, FOC von weit unter 8. 30 Zoll lang, 550er Spine, wie gesagt. Ja. So, und den jagen wir jetzt mal durch den Crony durch und schauen wir mal, was es ergibt. Dann nehmen wir einen extra leichten Pfeil und einen extra schweren Pfeil und dann gucken wir auch nochmal. Ja. So. Bleibt noch was zu sagen, habe ich was vergessen, ne? GBB, Auszugsverhältnis auf die Finger und so weiter und so fort. Standhöhe bin ich genau auf 8, also 20,3 cm. Die 10 Strang Whisper String, aber übelst eingedreht, die ist auch knüppelhart, also da gibt es gar nichts. Ne? Die summt, da wabbelt nichts und scheppert nichts, sondern die summt regelrecht. Und jetzt schauen wir mal, gell? So, machen wir drei Pfeile mit dem Standard-Setup. Ist auch mein schnellster Bogen, ja? Nur mal so nebenbei. Ich hatte diese Wurfarme auf dem Handergriffstück, da ist er wesentlich langsamer, da schafft er nur knapp 200. Da ist dieser Winkel steiler, das heißt die Wurfarme gehen mehr so vor, die Vorspannung ist geringer. Die Tipps gehen näher zusammen, weil der Griff kürzer ist. Das heißt, bis 28 Zoll stimmt zwar das Zuggewicht nicht, aber wenn man bei 30 Zoll ist, hat er viel weniger Pfund auf die Finger und ist dadurch wesentlich langsamer, gell? Also Mohawk Griffstück ist von vornherein eh das schnellere Griffstück und die gemaserte Eibe, die Chief Wurf Arme sind da drauf echt Killer. Den zweiten habe ich jetzt nicht ganz auf 30 ausgezogen, deswegen hat er da jetzt ein wenig Toleranz drin gehabt. Oh, da kommt der Bulldog, servus. 211. Ja, ich sage mal so roundabout zwischen 209 und 211 baller ich mit dem Ding raus. Okay, oh, der Mohawk Chief. Entschuldigung. So, machen wir gleich mal weiter im Kontext. Nicht, dass es wieder zu lang wird, das Video. Sonst wird es wieder so langweilig. Ist wieder alles drauf. So. Also das ist, wie gesagt, mein bestes Setup.
7,5 GBB. Der Morg schluckt das natürlich voll ins Weg. Ja, wenn man da nicht genau 8 GBB hat, macht das gar nichts. Es ist ein schwerer Takedown mit Köcher dran. Hey, top. Das ist mein schnellster Bogen. Der Pfeil hat einen super FOC. Das ist ein super Straight-Up-Pfeil. Die Speed Demon, die gibt es jetzt leider. Die werden nichts mehr gebaut. Ich habe mir jetzt noch irgendwas auf Vorrat geholt. Ey. Ich hoffe, die kriegen da einen guten Nachfolger. Gell? So, jetzt nehmen wir den schweren Pfeil. Wieder den Victory Archery V-Force Sport. Ja, 366 GPP Gesamtgewicht, 105er Bullet. Also jetzt sind wieder irgendein Scheiß erzählt, ich habe es ausgerechnet. 366 durch 39 Lips auf die Finger sind 9,3 GPP. Beim Taurus waren es noch über 10. Jetzt geht es natürlich runter auf 9,3, weil der Bogen natürlich stärker ist. Aber ich habe leider keinen schwereren Pfeil, deswegen nehmen wir das als Referenzwert. Mir sind trotzdem fast 2 GBB schwerer. Ich denke mal, dass er jetzt bei 190 schätzungsweise stehen bleibt. Ja? Ja. 188. Also Pfeiltuning macht was aus. Es lohnt sich, Pfeile zu tunen. Wenn man auf GBB und FOC-Verhältnis aufpasst, dass das Bein passt, dass alles passt. Spitzengewicht, Federn und so weiter und so fort. Also da holt man echt viel, viel, viel raus. Also nicht einfach, oh, ich hole mir mal irgendeinen Pfeil und jetzt geht's los. Kann man machen. Je schwerer der Pfeil, umso ruhiger auch der Pfeilflug. Je leichter der Pfeil, auch wieder scheiße. Aber so bei 8 GBB, wenn man sich das errechnet und dann danach auch die Pfeile baut, ich baue ja mal Pfeile alle selber, dann ist das natürlich top. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Der ist zwar langsamer, aber der schlägt viel heftiger ein. Das tut viel mehr Wumms da vorne. Ja? Ist natürlich klar, jagdliches Setup. Also der erste war knapp 190, der zweite war jetzt 185, ich zeige es euch einmal. Aber das sind sogar fast, in dem Fall sind es sogar fast, ne, sagen wir mal 90, das sind gute 20 bis 25 FPS langsamer. Das ist natürlich heftig. Dann kommen noch die großen Federn dazu. Gell? Und ja, der Bogen plagt sich einfach mehr, ne? Ganz klarer Fall. So, jetzt kommt der leichteste Pfeil und dann habe ich noch ein Schmankerl für euch. So. Ultralight Pro. Genaue Zahl 6,9 GPP, also da sind wir nochmal 0,6 GPP jetzt wieder leichter. Haben wir den Ultralight Pro wieder als 600er, 669 Grain. Wie gesagt, 6,9 GBB bei 30 Zoll Auszug, 39 Pfund auf die Finger. Na? Da schätze ich jetzt mal, dass der vielleicht hochschnellst auf 220, also geil wäre es. Den ziehe ich jetzt auch voll auf 30 aus. Ne? Dann mache ich aber jetzt noch mal, da will ich noch ein bisschen mehr. Wenn ich ein wenig sauberer ablasse, dann geht es noch besser. So, und nochmal saubere 219. Also wenn man jetzt mal rechnerisch sagt, okay, 220, dann schafft er zwischen 7 und 8 FPS mehr als das Standard-Setup. Also 220 knapp ist echt heftig mit 7 GBB. Stellt euch vor, ich gehe auf 6 GBB runter, wie es viele ja machen. Viele, wo große, schwere Takedowns schießen, wie Falkenholz oder so, die gehen teilweise auf 6 GBB runter und schießen dann mit 40, 45 Pfund irgendwie 220, 230. Na? Ey, Wahnsinn. Aber ob da noch ein stabiler Pfeilfluch, ich weiß es nicht.
Das gleiche ist jetzt, so bräuchte ich mit dem Ding gar nicht auf dem Parcours. Kein Protektorringe dran, keine Federsicherung dran, kein Questing dran. So, wenn ich das drauf mache, ist er wieder ein Gramm schwerer. Dann habe ich es genauso wie den Speed Demon. Will ich jetzt wirklich leichter, müsste ich auf 800er oder 900er runtergehen mit 4,9 oder 5,3 GPI und müsste mir dann ein Setup bauen, wo der Pfeil dann irgendwie 16,5 oder 17 Gramm wiegt, dass ich dann 6,5 GPP oder was schieße bei 39 Pfund. Ja, weiß ich nicht, mit einer 50 Grain Spitze oder was. Ich meine, da wird dann der kleinste Fehler bestraft. Der Pfeil hat dann zwar 220, 225 FPS, aber ob das dann noch wirklich so was mit Jagdbogenschießen auf dem 3D-Parcours zu tun hat, weiß ich nicht. In der Halle vielleicht, aber ich sage lieber ein bisschen so. Und mit einem knapp 8 GBB Pfeil, 207 im Schnitt bis 210. Junge, das ist schon was. So, und auch jetzt als kleines Schmankerl, Holzpfeil jage ich da nicht durch, weil der zerbricht wahrscheinlich. Aber einen Easton Aftermath mit 420 Grain Gesamtgewicht mit Jagdspitze, also richtig schwer. Da bewegen wir uns jetzt bei 12 GPP bei dem Bogen. Und jetzt schauen wir mal, was der so rausspuckt. Ne? Ich mache das aber auch nur einmal, weil ich weiß nicht, wie meine Scheibe reagiert. Wahrscheinlich geht der Pfeil durch die Scheibe durch, man weiß es nicht, aber jetzt für euch mache ich das, gell? Wow! Leco Mio, ey! Nehmt euch mit vor. 170. Das war klar. Ja, das ist eine jagdliche Geschwindigkeit und alle, die wo 10 bis 12 GBB schwere Pfeile schießen, und das ist jagdlich, die machen zwischen 170 und 180. Und da ist es dann auch wurscht, wie viel Pfund der Bogen hat. Ab 40 Pfund aufwärts ist das alles richtig für die Jagd gedacht, gell? Na? Und der geht natürlich ewig weit rein, zeige ich es euch mal, und guckt natürlich hinten schön sauber raus. Ne? Okay. Wow, Wahnsinn. Okay, ich sag mal so, die Spanne wird ja eh nicht größer, also egal wie viel Pfund, ich sag mal so zwischen 35 und 55 Pfund. Wenn man immer GBB-Verhältnis von 8 rechnet und je stärker der Bogen, desto schwerer muss der Pfeil sein. Dann bewegt man sich immer so zwischen 195 und 215, aber mehr wird es nicht. Na, mehr erreicht man dann bloß, wenn man dann mal auf 300 will, erreicht man dann, wenn man 125 Pfund schießt, mit einem 18 Gramm Pfeil, also 4 GBB oder so. Na, dann hat man natürlich hier die Ultraschallgrenze geknackt. Aber so passt es. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Crony-Test-Video. Peace.